Smarana, ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Heute geht es um die Engel, um die Zeichen der Engel, die sie uns senden, damit wir wissen, dass sie bei uns sind. Und ich freue mich schon sehr darauf. Ich habe ja in anderen Videos öfters mal, dass mich das hier so krabbelt oder ja kitzelt. Das ist ein Zeichen, dass die Engel da sind. Das habe ich auch schon kommuniziert. Aber was es noch für weitere Zeichen gibt, werden wir gleich erfahren. Ich freue mich so sehr auf dich. Ja, da bin ich wieder, die Zeichen der Engel. Menschen, die an Engel glauben, haben bestimmt schon sehr oft in ihrem Leben Zeichen von den Engeln bekommen oder auch Situationen erlebt, wo sie die Engel gespürt haben. Und ich kann so ein bisschen aus meinem Leben erzählen, wie mir das ging oder welche Zeichen ich bekommen habe. Und ich denke, dadurch werdet ihr auch aufmerksam werden auf die Zeichen, die so bei euch auftauchen. Zum Beispiel eine kleine weiße Feder. Gehst du jetzt irgendwo hin oder bist mal draußen und dann fällt so wie von heiterem Himmel eine kleine Feder vor dir auf den Boden oder du siehst plötzlich eine auf dem Boden liegen, dann ist es ein Zeichen, die Engel sind bei dir und du bist auf dem richtigen Weg. Und das ist so eine schöne Bestätigung, so ein schönes Gefühl. Es ist jetzt nicht so, dass die Feder von einem Engel herabfällt, sondern das ist einfach ein Zeichen. Die Engel selbst haben ja nicht unbedingt Flügel. Das haben wir so ein Bild uns geschaffen von einem Engel, der eben von einer Lichtgestalt, die Flügel hat. Engel hingegen sind Lichtwesen, sie sind reines Licht. Und wenn du noch mehr darüber wissen möchtest, kannst du ja ein anderes Video von mir anschauen. Hier oben habe ich dir das verlinkt, wie groß ist ein Engel. Ja, also wie gesagt, eine kleine Feder zeigt dir auf jeden Fall, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und dieses Zeichen, wenn es einem so irgendwie im Gesicht kitzelt oder wenn so ein Lufthauch deine Wange berührt, wenn du gerade meditierst zum Beispiel und da wird es manchmal kühl oder warm, das sind auch Zeichen der Engel. Also diese Wärmeschwankungen oder wenn die haben jetzt zwei Bedeutungen, entweder du bekommst ganz viel Heilung bei einer warmen Energie, bei einer sehr heißen Energie, wenn das sehr heiß wird, bekommst du ganz viel Heilung. Wenn die Energie kalt ist, dann bedeutet das, sie ist für dich speziell sehr hoch und du sollst darauf achten, dich darin fallen lassen. Und wenn du einen Lufthauch spürst, ist damit einfach gemeint, die Engel sind bei dir und du kannst ruhig so weitermachen mit dem, was du getan hast. Jetzt schauert es mich gerade so. Das ist auch ein Zeichen, wenn also du so Gänsehaut plötzlich bekommst, wenn du was erzählst oder jemand zuhörst, der was erzählt und du bekommst eine Gänsehaut oder dich schüttelt es so innerlich, dann ist es ein Zeichen der Engel, dass es wichtig ist, was gerade gesagt wird, was du vielleicht gerade sagst oder das, was du gerade hörst. Das ist also, wenn sowas ist, dann sei besonders aufmerksam. Denn es ist ganz wichtig für dich. Was auch noch viele Menschen feststellen, das sind verschiedene Zahlen, die dir so im Laufe des Tages begegnen oder auch an verschiedenen Tagen. Und das sind also Engelszahlen. Wenn du auf die Uhr schaust, ist es 11.11 Uhr, ja, oder 22.22 Uhr. Oder eben 3.33 Uhr, das sind alles Zeichen der Engel, wenn du gerade in diesem Moment auf die Uhr schaust oder dir diese Zahlen auf anderem Wege begegnen, dann solltest du nachdenken, zum Beispiel die 11.11.11 oder die 111, die bedeutet, dass du gerade jetzt in diesem Moment etwas
gut manifestieren kannst, dass du sehr stark in deiner Gedankenkraft bist. Das ist ja auch eine Meisterzahl, die 11. Und in dem Moment ist es also gut, wenn man das jetzt weiß und einem diese Zahl begegnet, dann manifestiere einen Wunsch von dir. Die Engel sagen dir, in diesem Moment ist ganz viel Kraft da, um deinen Wunsch zu erfüllen. Dann, wenn du die 2-2 siehst, oder die 2-2-2-2, also Dreiergruppe oder Vierergruppe oder Zweiergruppe, das bedeutet, glaube an dich. Glaube an dich, du bist es, du hast alles, was du brauchst. Glaube einfach an dich, vertraue. Das ist auch ein sehr schönes Zeichen der Engel und es wird dich in dem Moment erreichen, wenn es gerade wichtig ist. Die 3, die Engelszahl 3, die steht dafür, dass du weißt, dass der Schutzengel jetzt gerade bei dir ist. Also der Schutzengel ist ja immer da, aber manchmal möchte er sich auch besonders bemerkbar machen. Und in dem Moment, wenn du diese Dreierkombination von der 3 oder die Zweierkombination siehst von der 3, dann weißt du, oha, ein Gruß von meinem Schutzengel. Und das finde ich so schön. Was ich jetzt nochmal zwischenrein sagen wollte, es gibt auch die persönliche Engelszahl und die persönliche Engelszahl ist nochmal was anderes. Das, was ich jetzt hier erzähle, sind allgemeine Engelszahlen. Zum Beispiel kannst du die persönliche Engelszahl oder deine Meisterzahl bei uns im Shop unter der Numerologie bestellen. Das ist dann deine ganz persönliche Zahl. Aber wir sprechen jetzt mal allgemein. Denn damit kann man ja auch schon ganz viel anfangen. Und wenn wir jetzt zu der 4 kommen, die 4, die steht für die Weisheit. Also die 444 oder die 44 sagt, es ist jetzt ganz viel Weisheit für dich in diesem Moment vorhanden. Oder sie sagt auch, glaube an dich und deine Weisheit. Also es ist ein Hinweis, dass du weiter so gehen kannst, dass alles gut ist und dass die Weisheit dich begleitet und du auch ja ganz entschlossen diesen Weg gehen kannst. Die 5-5 oder die 5-5-5 ist eine ganz starke Engelszahl, die gibt dir Hoffnung, die sagt, vertraue und hoffe, alles ist gut, was du tust, die Engel sind bei dir. Und das ist sehr, sehr beruhigend. Dann haben wir die 7. Das heißt einfach, die 7 bedeutet, die Engel sind bei dir, sie begleiten dich, alles ist gut. Über die 8, wenn du der 8 begegnest, dann weißt du, dass die 8 jetzt eine Botschaft, jetzt ist Zeit für eine Botschaft. Entweder hole dir eine Botschaft oder du bekommst dann auch gleich eine Botschaft. Das ist die 8. Und die 9, die steht für die Vollendung. Das ist so die höchste Zahl der Schöpfung für etwas, was ganz perfekt ist und du auf jeden Fall da geführt wirst und weitergehen kannst. Das war jetzt mal so ein grober Überblick über die Engelszahlen, so wie die Engel mit uns kommunizieren. Das ist ja auch so zu erklären, dass jede Zahl hat ja eine Schwingung. Und über diese Schwingung kommunizieren die Engel über uns. Also das ist so, das ganze Universum besteht aus Schwingungen. Aus Schwingung von Liebe, aus Schwingung von Farben, von Tönen. Und das zusammen, diese große Schwingung ist auch in jeder Zahl erhalten, weil das über die heilige Geometrie im Universum verankert ist. Und über diesen Weg kommunizieren die Engel mit uns. Ich finde es so schön, so schön. Es gibt noch andere Möglichkeiten auch, wie die Engel kommunizieren. Wenn du zum Beispiel irgendwie dabei bist, eine Lösung für etwas zu suchen oder eine Frage hast, also dich mit einem Thema beschäftigst. Und dann kann es sein, dass dir zufällig, in Anführungsstrichen natürlich, weil du sendest ja eine Schwingung aus,
Und dass du dann über diese Schwingung plötzlich im Internet eine Überschrift liest, dass du da, wo dein Thema drin ist, was dich betrifft. Oder wenn du in der Bücherei bist und dich ein Buch richtig anspringt, dann solltest du das nehmen, mal drin blättern und da kommen, würden dir dann einfach Worte oder Sätze auffallen, die dir deine Frage beantworten oder deine Vision bestärken, dir einfach da weiterhelfen. Das ist auch über das Gesetz der Resonanz, bekommst du da Antworten von den Engeln. Das ist eine schöne Sache und das ist einfach sehr hilfreich, wenn man das weiß. Also Töne, Melodien, diese Schwingung über das Universum ist ausschlaggebend dafür, dass du Botschaften und oder Zeichen von den Engeln erhältst. Das kann jetzt aber auch noch sein, dass zum Beispiel in einer Melodie, welche du hörst, in einer Engelmelodie, in einer schönen, sanften Musik, du plötzlich fühlst, wie dich die Engel ja so stark umgeben, umarmen. Das ist ein Zeichen, dass du nicht alleine bist, also über diese Töne. Und manche Menschen besitzen auch die Fähigkeit, die Engelgesänge der Sternensaat zu hören. Und das ist was ganz Schönes. Also ich selber kann die Engel auch singen hören, aber ich genieße es zum Beispiel, wenn ein Mensch zu mir sagt, oh, ich höre gerade die Engel singen. Und das ist so etwas Friedliches, Aufbauendes, Erfüllendes. Es ist wundervoll, wenn man das hören kann. Und nochmal ein anderes Thema. Viele von euch kennen doch die Orbs. Das sind solche Lichtschwingungen, die man als Energiekugeln, als Energiefelder wahrnehmen kann. Meistens sieht man sie auf Fotos, aber man kann sie auch mit den persönlichen Augen kennenlernen. Da habe ich ein Beispiel aus meinem Leben. Und zwar hatten wir damals zwei Hunde. Und ich bin dann immer noch nachts um 12, halb eins noch mal schnell raus über die Straße gegangen. Da waren so Büsche, damit die noch mal Pipi machen konnten. Und einmal, da stand ich dann und habe gewartet, dass sie also fertig sind. Und das war auf dem Gehsteig ein riesengroßer Orb. Der war so richtig vor mir. Und dann bin ich da reingelaufen. Ich habe also bin tatsächlich mit meinem physischen Körper in diese Energie rein, bewusst rein. Ich habe diese paar Schritte gemacht, dann war ich da drin. Und das war wie in einer anderen Welt. Das war, ich konnte die Energie von diesem Orb total wahrnehmen. Ich habe auch gemerkt, wo der aufhört und wo dann das normale Leben ist. Diese Grenze habe ich wahrgenommen. Ich habe also von innen nach außen gesehen in das normale Leben, in das Leben der Dualität und war aber selbst im gleichen Moment in diesem Orb und habe dann da diese unbeschreiblich intensive Energie der Liebe gespürt und jetzt kriege ich überall Gänsehaut. Wow, das war so ein riesengroßes Erlebnis und ich war sowas von erfüllt voller Liebe, dass ich eigentlich gar nicht mehr raus wollte. Und dann sind die Hunde auch noch reingekommen in den Orb. Hey, das war so schön. Das war einfach tatsächlich eine ganz andere Welt. Und das sind auch Zeichen der Engel, die einfach sagen, wir sind da, wir beschützen dich, wir bringen dir Heilung, alles, was du möchtest. Und das mit der Heilung, das ist ja so, oder mit den Engeln ist es so, wenn du um etwas bittest, dann sind die für dich da. Also du solltest immer bitten und dann wirst du auch gehört. Es geschieht nichts von allein, also es ist deine Absicht. Es ist einfach wichtig, dass du in der Absicht bist und dadurch zeigst, dass es nötig ist, dass die Engel sich um dich kümmern. Und die Engel, sie sind ja einfach da, um uns zu dienen. Engel sind Boten Gottes und sie haben ja keinen freien Willen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst.
Engel sind Boten Gottes und sie führen das aus, was Gott sagt, in Anführungsstrichen. Und sie sind bemüht, um uns zu beschützen. Das ist der Auftrag Gottes, um uns in die Heilung zu bringen, um uns den Weg letztendlich zu Gott zu zeigen. Engel sind dafür da, uns den Weg durch unser Leben leichter zu machen und uns letztendlich zu Gott zu führen, weil sie sind ja die Boten Gottes. Das solltet ihr immer wissen, immer beachten, wenn ihr mit Engeln zusammenkommt. Wenn ihr, zum Beispiel gibt es auch Menschen, die hören die Engel. Also ich kann euch sagen, ich hatte da auch mal ein ganz starkes Erlebnis. Das ist jetzt auch schon, wie lange ist das her? 15 Jahre, ich weiß nicht genau. Da war ich in Urlaub. Das war so richtig schön am Meer, am Strand und es war also ganz toll, dieser Urlaub. Und dann wusste ich nicht genau, ich hatte also eine Entscheidung zu treffen und wusste nicht genau, was ich tun soll. Und dann lief ich so am Strand entlang und plötzlich war eine ganz laute Stimme in mir, die hat gesagt, mach jetzt das und das. Und ich bin sowas von, soll ich das beschreiben, erstaunt gewesen und auch ein bisschen erschrocken über diese Durchsage. Die war so bestimmend, das war fast wie ein Befehl. Und natürlich war mir klar, dass ich dann genau das auch tat, was da gesagt wurde. Und es war auch schön, was ich da tat, es war also echt gut. Aber ich sage nur, also wenn es nötig ist, dann sagen die Engel dir das ganz direkt und ganz so wie bei mir, dass du gar nichts anderes mehr machst, dass du wirklich dann genau weißt, okay, das ist es. Also normalerweise, natürlich kannst du dann immer noch entscheiden, ob du es tun möchtest oder nicht. Der freie Wille ist ja immer da, den hast du ja in jedem Fall. Aber für mich war es damals ganz klar, ja genau das ist es, das mache ich jetzt auch. Ja, und das ist, also es ist wirklich ganz erstaunlich gewesen. Wie sich Engel auch noch zeigen können, ist, wenn du zum Beispiel eine Meditation machst, die Augen zu hast und du siehst vielleicht Lichtblitze. Lichtblitze in dir, in deinem Innersten, vor deinem dritten Auge. Oder du nimmst Farben wahr, weil es, also ich weiß vom Anfang an, wenn Menschen in die Spiritualität gehen, wenn die das erste Mal meditieren oder wenn die das erste Mal eine Einweihung bekommen, dann wird ja der Lichtkörper ausgedehnt und die Energie wird insgesamt erhöht und dadurch bekommt man dann eine andere Empfindung und kann andere Dinge wahrnehmen. Und das heißt, Geistesblitze sind Engelblitze, also Blitze, Lichtblitze oder besondere Farben, die du sonst nicht so siehst. Das heißt, ein Engel möchte Kontakt mit dir aufnehmen und ist für dich da. Achtet mal darauf, wie es euch damit geht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr unten auch noch reinschreibt, welche Zeichen ihr von den Engeln bekommen habt und wie ihr das dann verwirklicht habt und einfach damit, wenn die Menschen das dann lesen, dass ich dieses Feld noch mehr vergrößern kann, weil es ist so unheimlich schön, mit den Engeln in Kontakt zu kommen und die Zeichen halt auch zu kennen. Denn wenn man die Zeichen kennt, kann man auch damit was anfangen und sie dann deuten. Das ist ganz wichtig. Was noch wichtig wäre, wenn du zum Beispiel einen Schmetterling siehst. Jetzt krabbelt es mich hier oben so sehr. Oh, das dritte Auge. Ja, das heißt, es ist wichtig, was ich jetzt sage. Wenn du einen Schmetterling siehst, Schmetterlinge stehen, so wie ich es wahrnehme, dafür, dass ein Arcturianer gerade bei dir ist. Und wenn du viele wahrnimmst, sind viele da. Also das ist so ein Zeichen, so habe ich es erlebt. Ihr könnt es mal für euch prüfen, ob das stimmt. Also
dieser Schmetterling, dieser allgemein steht dafür, dass Aktuarianer auf der Erde sind, bei dir sind und uns begleiten. Ich finde, es ist total interessant und spannend. Ja, und ich bin echt auch gespannt, was ihr mir dazu schreibt, was ihr für Empfindungen schon hattet. Das war jetzt mal so eine kleine Zusammenfassung von wichtigen Merkmalen, dass die Engel bei uns sind. Und jetzt möchte ich einfach auch gerne noch eine Meditation mit euch machen, um mal herauszubekommen, was die Engel selbst dazu uns zu sagen haben. Denn das finde ich auch sehr interessant. Vielleicht kommt ja noch was Neues dabei heraus, was ich jetzt gar nicht gewusst habe. Und ja, ich wünsche euch auch jetzt gleich ganz viel Vergnügen. Aber erst möchte ich mich noch einsprühen mit der Smarana-Energie. Schicke ich euch ein bisschen rüber. Ja, und jetzt geht's gleich los. Ich habe mich schon ein bisschen eingestimmt, werde nun um Schutz und Reinigung bitten für uns alle, für dich und für mich, für meinen Kanal und für dich natürlich. Und ja, ich spüre schon, wie die Energie sich ausdehnt, mich umhüllt. Nun öffne ich meinen Kanal und richte ihn direkt in die geistliche Welt aus und ich bitte um die höchsten, göttlichsten Botschaften der Liebe für uns alle. Geliebtes Menschenkind, dein Weg hat dich heute hierher geführt und wir, die Engel, wir freuen uns darüber, denn dieses Video ist ebenfalls ein Zeichen von uns, dass wir bei dir sind. Es sind die Engel der Liebe, welche heute zu dir sprechen, denn die Liebe trägt die größte Kraft im Universum. Die Liebe ist das Universum. Und wenn du jetzt vielleicht in deinem Herzen diese tiefe Liebe spürst, dann weißt du, dass wir bei dir sind. Im Moment strömt sehr viel von dieser Liebe zu dir. Über die Liebe kommunizieren wir sehr gerne mit dir. Und wenn du nun an deinem Kronenchakra ein Kribbeln spürst oder in deinen Händen ein Kribbeln spürst, dann ist dies ein Zeichen von uns, dass wir gerade bei dir sind. Wir senden unsere Energie der Liebe zu dir und du fühlst dies an deinem Körper, an deinem physischen Körper als eine Reaktion von deinem Lichtkörper. Denn zuerst fließt unsere Energie in deinen Lichtkörper hinein, um dann vom Lichtkörper durch die feinen Äderchen, die feinen Lichtkanäle, mit welchem dein Lichtkörper mit deinem physischen Körper verbunden ist. Durch diese kleinen Kanäle fließt dann unsere Energie zu dir. Und in diesem Moment spürst du es als eine Regung auf deiner Haut, als eine Gänsehaut, als eine Temperaturschwankung, als
Energieschübe, die deinen Körper durchfließen. Bei jedem Menschen ist es etwas anders. Und wir wissen, dass bei Nirjana im Moment ganz viel in ihrem Körper geschieht. Und so senden wir dir voller Freude und voller Liebe diese Energien jetzt in dieser Meditation, in unserer Botschaft, in unserem Channeling, nimmst du dies besonders intensiv wahr. Du nimmst es intensiver wahr, als wie wenn du nicht jetzt so sehr mit uns verbunden wärst. Und so nutzen wir die Gelegenheit natürlich gerne, um dir jetzt auch Worte der Liebe, zuzuflüstern. Und so nimm dir ein bisschen Zeit und genieße einfach die Energie, genieße das, was wir dir jetzt senden. Zu einigen von euch senden wir Liebe, Liebe, Liebe. Zu einigen von euch senden wir eine Botschaft. Und zu einigen von euch senden wir Heilung. Also empfange nun das, was für dich gut und richtig ist, was genau für dich jetzt in diesem Moment wichtig ist. Und so fließt die Energie. So bedanken wir uns bei dir, dass du heute hier warst und unser Zeichen gespürt hast und verabschieden uns voller Liebe wieder von dir. Und ich, Nirjana, ich danke sehr für diese Botschaft und für die vielen Zeichen. Smarana. Also bei mir ist total die Energie in Wellen durch meinen ganzen Körper durchgeflossen. Ich meine, ich weiß ja, dass die Engel da sind und sie haben mir das jetzt extrem nochmal gezeigt. Und ich bin sowas von gespannt, wie ihr jetzt gerade in dieser Botschaft die Energien wahrgenommen habt. Es ist bestimmt sehr interessant, meine Lieben. Ja, habt vielen Dank, dass ihr hier wart, dass ihr hier seid und teilt das Video, damit es viele Menschen sehen können und so der Kontakt zu den Engeln sich noch verbessern kann und ganz viel Liebe auf die Erde fließen kann. Ich danke euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.